Was geht ab? Herzlich willkommen. Heute reagieren wir mal wieder auf ein weiteres Video. Es heißt, kannst du diese 10 Minecraft-Rätsel lösen? Es ist von einfach Gustav und unser Ziel in diesem Video ist, dass wir 10 Minecraft-Rätsel erraten müssen. Also, wir sind zum Beispiel auf Plattformen oder in irgendwelchen Räumen gefangen und wir müssen herausfinden, wie wir entkommen müssen mit den Materialien, die wir zur Verfügung haben. Also, ich werde das mal sagen. Heute zeige ich euch 10 verschiedene Minecraft-Rätsel, okay, die ihr lösen müsst. Diese also sind in 3 verschiedene Kategorien, okay, aufgeteilt. Einfach, mittel und schwer. Und schwer. Zuerst erkläre ich euch immer das Problem. Dann bekommt, okay, ihr Zeit zu überlegen und zum Schluss zeige ich euch die Lösung. Die Alles Idee habe ich von diesem amerikanischen TikToker. Okay. Schaut also gerne mal bei ihm vorbei. Also, lasst doch gerne ein Like. Ich habe auch schon mal so ein Minecraft-Quiz-Dings hochgeladen, aber ich bin von dem auf die Idee gekommen. Ich habe nämlich dieses Video schon mal gesehen und hätte gedacht, heute reagiere ich mal da drauf. Ich habe mir das Video noch nicht ganz angesehen, das heißt, ich weiß auch nicht alle Quizzes. Ein Abo da. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Quizzes ihr beantworten konntet. Also ich weiß echt nicht, unterstützt, wie viele Fragen. Für euch ist das nur ein Klick, aber mich unterstützt das riesig und ihr verpasst kein Video mehr. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Rätsel. Viel Spaß und kommentiert am Ende, wie viele ihr lösen konntet. Aber ich würde das mal sagen. Du startest in diesem Bedrock-Käfig. Okay. Der einzige Ausweg ist durch dieses kleine Loch, okay, allerdings bist du viel zu groß, um da durchzupassen. Mit dir in diesem Raum sind ein Crafting-Table, okay, und dieser Eisengolem, ja, mit dem du hier seit 100 Tagen eingesperrt bist, aber der dich nicht verstehen kann. Oh, außerdem, okay, hast du diese Kiste mit 3 Dirt, einem Eisen und einer Oak-Plank. Also, was haben wir? 3 Erde, ein Eisen geht und dazu noch ein Holzplank. Was können wir erstmal machen? Vielleicht sollten wir den Eisengolem töten. Ich weiß echt nicht, wie wir das schaffen können. Wir müssen uns 3 Blöcke hochbauen. Das könnte man vielleicht mit der Erde machen, sich hochbauen, damit man den Eisengolem besiegen kann. Also, und es wäre zwar schade, wenn man ihn besiegen würde, weil man hat viele Tage mit ihm verbracht, aber dann bekommt man vielleicht 3, was könnte man damit 3 Eisen machen? Eine Eisenfalltür und, aber mit dem Holz, ich weiß, man könnte sich vielleicht, wenn der Eisengolem genug Eisen droppt, also würde er auf jeden Fall, mit dem restlichen Iron Ingot noch eine Falltür mit dem Crafting Table machen und das Holzplank benutzt man dann, um sich, einen Knopf zu machen und die Erde benutzt man, um sich hochzubauen, damit man genug hoch ist, damit der Eisengolem einem nicht erwischt, weil er greift ja einen an, wenn er einen erwischt. Also, und dann muss man die Fallschirme uns einem drunter platzieren, der Knopf daneben, und wenn man dann die so aktiviert, dann wird man nach unten zerquetschen, dann könnte man aus dem Geheimgang rauskriechen. Also, pausiere jetzt das Video und finde heraus, wie man das Rätsel lösen könnte. Zuerst nimmst du dir alle Sachen aus der Kiste und zerstörst den Crafting Table und die Kiste. Dann baust du dich mit der Erde 3 Blöcke hoch. Es fällt dir extrem schwer, weil ihr so viel Zeit miteinander verbracht habt, aber du musst den Eisengolem töten. Das Hochbauen kann er dich nicht zurück angreifen. Nach langer Zeit beginnt der Eisengolem immer mehr zu bröckeln, bis er dann nach langer Zeit und extrem vielen Schlägen einfach umfällt. Da ein Eisengolem immer mindestens 3 Eisen droppt, hast du jetzt insgesamt 4. Zuerst stellst du dein Crafting Table wieder auf. Dann craftest du dir aus den Eisen eine Trapdoor. Die setzt du an den Crafting Table dran. Aus der einen Oak Plank, die du hast, machst du dir einen Knopf. Diesen setzt du über die Brustplatte, drückst ihn einmal, stellst dich rein und wirst damit nach unten gedrückt. Jetzt kannst du ganz einfach rausschwimmen und bist in Freiheit. Du bist gefangen in diesem Bedrock-Käfig. Der einzige Ausweg ist dieses Loch, aber es ist extrem hoch und wenn du runterfallen würdest, würdest du sterben. Das Einzige, was du hast, ist ein Smithing-Table, ein Ofen und ein Crafting-Table. Dazu noch diese Kiste mit einem nassen Schwamm, Holz und einem Lava-Eimer. Pausiere jetzt das... Kann man den Oak Sponge nicht mit Lava-Paket irgendwie ausdrücken? Ich weiß nicht. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, weil ich mich mit diesem Tisch mit dem Hammer da nicht so gut auskenne. Video und finde heraus, wie du entkommen würdest. Du nimmst dir zuerst alle 3 Sachen aus der Truhe. Dann packst du den Lava-Eimer als Brennstoff und das Oak-Lock als Verbrennungsmaterial rein. Du merkst direkt, dass die Lava verschwindet und du jetzt einen einfachen Eimer hast. Als nächstes packst du den nassen Schwamm rein. Als der Schwamm fertig getrocknet ist, hast du bemerkt, dass das Wasser aus dem Schwamm in den Eimer getropft ist. Entweder setzt du das Wasser einfach hier hin und schwimmst runter, oder du machst es wie echte Pros und machst dein MLG. Ab geht's. Oh, er hat ihn verkackt. Und jetzt kommt Werbung, Scheiße. Zum Beispiel Glosse XXL für unglaubliche 2 Franken in der Sicht. Du spawnst mitten auf einer Bedrock-Plattform in einem Schneebio. Okay. Neben einem Crafting-Table und einem Ofen hast du auch noch eine Kiste. Diese ist voller verschiedener Eisensachen, wie zum Beispiel einem Schwert, einem Eimer und 6 verschiedenen Eisenbarren. Im Ofen sind außerdem 64 Kohle. Pausiere jetzt das Video und überlege, wie du diesem Rätsel entkommen würdest. Oh mein Gott. Okay, gut. Also. Also, ich habe das Video jetzt schon erst passiert. Okay. Hey, guck mal, das sieht aus wie aus, wo da 2 Mäuse wären. Nice, okay. Was könnte man dann damit machen?
Das Eisen müsste, vielleicht müsste man die Eisenteile ja irgendwie verbrennen, damit man daraus Iron Ingots bekommt. Aber das Doofe ist, man lernt nichts zum Braten und den Crafting-Table gebraucht man wahrscheinlich noch, um sich restliche Iron Ingots zu machen. Komm, ich weiß es leider nicht. Was nimmst du dir alle verschiedenen Eisentools? Diese kannst du im Ofen schmelzen und dadurch Iron Nuggets bekommen. Dadurch kommen am Ende insgesamt 9 Nuggets raus. Diese kannst du im Crafting Table ganz einfach zu einem Barren verarbeiten. Ja? Da du ja in der Kiste noch 6 andere hast, hast du jetzt insgesamt 7. Damit kannst du dir einen Kessel craften. Da du in einem Schneebiom bist, musst du jetzt nur noch warten, bis es schneit. Im neuen Update gibt es nämlich die Möglichkeit, dass sich ein Kessel mit Pulverschnee füllt. Du nimmst dann deinen Eimer aus der Kiste, schöpfst den Schnee aus dem Kessel ab. Und jetzt kommt der gefährlichste Part. Der MLG. Schau zu und lern vom besten Minecraft-Spieler. Ja, also der Pulverschnur-MLG ist ja so easy geht das. Das war First Try. Ich zitter ja richtig. Du bist eingesperrt in einer Bedrock-Grube. Neben dir fallen dir vor allem diese hängenden Dripstones von der Decke auf. Außerdem besitzt du einen Ofen, ein Crafting-Table und eine Kiste. Du kannst doch auch sagen, dass in der Kiste in dem Ofen... Was war da schon wieder drin? Mann! Schau zu und lern vom besten Minecraft-Spieler. Im Ofen drin war. Tja, so easy geht das. Das war First Try. Meine Fresse. Ich zitter ja richtig. Du bist eingesperrt in einer Bedrock-Grube. Neben dir fallen dir vor allem diese hängenden Dripstones von der Decke auf. Außerdem besitzt du einen Ofen, ein Craft... Du kannst doch auch sagen, dass ich im Ofen einen Eimer befinde. Ein Table und eine Kiste. Ganz gut überlegen. Ich glaube, hier muss ich jetzt auf Pause drücken. Dieser sind 7 Eisen. Komm, ich drücke jetzt schon auf Pause. Komm, ich mache jetzt mal. Also, im Ofen drin war ein Eimer. Und dazu noch ein... Also, ich glaube... ein Potion of Fire Reset. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich weiß jetzt schon. Also, mit den Setzlings kannst du nämlich auch zum Beispiel Eisen und Gold und andere Sachen, die du im Ofen braten kannst, verbrennen. Weil Setzlings haben ja auch was mit Holz zu tun, da man den mit den Bäumen anpflanzen kann. Mit Setzlings kannst du auch Sachen braten. Und wenn man das Eisen da rein tut, dann kann man sie... genug Eisen machen, also dass wir 7 Eisen wären dann genug Eisen, um sich einen Kessel zu craften. Ja, da das Crafting-Rezept schon gesehen beim vorherigen Rätsel. Und dann, ist euch nicht aufgefallen, dass ein Dripstone Lava runtertropft? Ich weiß echt nicht, weil das dann wahrscheinlich sind. Den Kessel muss man dann runterstellen, dann ist da Lava und mit dem Eimer, der im Ofen drin war, was eben nicht gesagt hat, mit dem kann man dann die Lava rausnehmen und sie dann über das Bedrock-Gefängnis hinunterfließen kann. Dann trägt man seine Fire Resistance, mit dem man Feuer überleben kann, dann kann man in der Lava hochschwimmen. Ey, ich bin einfach der Pro. Feuerresistenztrank und 64 Saplings. Pausier jetzt das Video und kommentiere, wie du das Rätsel lösen würdest. Zuerst nimmst du den Eimer aus dem Ofen. Dann nimmst du dir die 7 Iron und die 64 Saplings. Ja? Diese nutzt du, um das Eisen zu schmelzen. Nachdem alles Eisen geschmolzen ist, hast du jetzt insgesamt 7 Stück. Daraus craftest du dir einen Kessel. Du hast nämlich bereits gemerkt, dass aus einem Dripstone immer wieder solche Lavapartikel unten durchfallen. Du setzt den Kessel darunter und wartest. Nach einer gewissen Zeit hat sich dieser mit Lava gefüllt. Du nimmst also deinen Eimer und deine Feuerresistenz-Potion. Zuerst schöpfst du die Lava aus dem Kessel. Dann trinkst du den Energy Drink und kannst jetzt ganz einfach durch die Lava nach oben schwimmen. Und so kommst du ganz einfach aus diesem Bedrock-Loch und bist zurück in der Freiheit. Wie auch immer du in so eine Situation gekommen bist. Du spawnst auf dieser einsamen Insel mitten im Himmel. Außer dir sind noch extrem viele Hasen in einer komischen Bedrock-Grube gefangen. Daneben befindet sich eine Liane, damit du wieder raus kannst. Außerdem hast du noch ein Crafting-Table. Dazu fällt dir dieser Wassereimer am Ende dieses puderigen Schneeweges auf. Das Problem ist nur, du fällst durch den Schnee durch. Würdest du es irgendwie zum Eimer schaffen, könntest du ihn nehmen und ein MLG machen. Ich glaube tatsächlich mit diesem Pufferfisch, einmal den Pufferfisch muss man erst natürlich noch freilassen und mit dem muss man dann ein MLG runter machen. Aber wie kann ich das machen? Ich weiß es, glaube ich. Und zwar, wenn man ganz viele Hasen tötet, dann bekommt man Leder. Und aus Leder kann man sich aus Rüstung oder ja, ich glaube, davon bekommt man Leder. Und aus Leder kann man sich Lederrüstung machen. Und wenn man sich daraus dann Lederschuhe macht, also man kann sich daraus Lederschuhe machen. Und mit Lederschuhen kann man über Pulverschnee rüberlaufen. Das habt ihr ja schon aus einem meiner Videos gesehen, wo ich Minecraft-Mysterien aufkläre. Und wie auch immer man das sagt. Und damit kann man über Pulverschnee rüberlaufen und dann den Pufferfisch einmal sich schnappen. Dann den Pufferfisch freilassen, weil der ist gefährlich, wenn man ihn berührt. Und dann einen Water-Matchy machen. Pausier jetzt das Video und finde heraus, wie du dieses Rätsel
Rätsel lösen würde. Okay. Ich weiß, das schmerzt extrem, aber du musst zuerst mal alle Hasen töten. Okay. Zumindest so lange, bis du 16 Kaninchenfelle hast. Dann kannst du aus dem Graben raus und den anderen mitteilen, dass sie Glück hatten. Ihr werdet überleben. Also alle bis auf er. Sorry. Mit den 16 Fellen kannst du dir dann 4 normale Leder craften. Und daraus dann wieder extrem nice Boots machen. Sehen die nicht komplett wild an mir aus? Mit Lederschuhen kannst du über Pulverschnee laufen. Du nimmst dir also einfach den Eimer aus dem Bilderrahmen, lässt den Puffer für frei, wollte ich eigentlich sagen. Ach du Scheiße. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell eskaliert. Naja, jetzt hast du auf jeden Fall den Wassereimer und musst nur noch einen coolen MLG machen. Du verkackst ihn wahrscheinlich wieder, oder? Ja, bist du nur so gut. Du bist mal wieder wie so oft gefangen auf einer Bedrock-Plattform, irgendwo im Nichts. Unter dir ist kein Wasser und es ist viel zu hoch. Du würdest also nicht überleben. Okay. Irgendwie willst du hier aber runter. Du hast hier oben keinen Internetempfang und willst unbedingt das neue Video von Einfach Gustav schauen. Ja. Neben einem Ofen und deinem Crafting-Table hast du außerdem diese Items zur Verfügung. Okay, noch dazu bemerkst du dort hinten diesen Wassereimer mit dem süßen Axolotl drin. Dieses ist ungefähr 22 Blöcke von dieser Plattform entfernt. Pause jetzt das Video und überleg, wie du dieses Ich muss jetzt erstmal nochmal zur Kiste zurück. Wasser und es ist viel zu hoch. Du würdest also nicht überleben. Irgendwie willst du hier aber runter. Du hast hier oben keinen Internetempfang und willst unbedingt das neue Video von Einfach Gustav schauen. Neben einem Ofen und deinem Crafting-Table hast du außerdem diese Okay, gut. Also, was kann die Verfügung. Maus bitte ein bisschen auf die Seite gehen? Dankeschön. Also, die Maus von Einfach Gustav. Also, drin haben wir ein Crossbow. Oh, scheiße. 4 Schilder, 6 Iron. Und dazu haben wir dann noch 2 Saplings. Ich glaube, das Iron muss man auf jeden Fall mit den Saplings braten. Ein Crafting Table steht einem zur Verfügung. Was könnte man sich mit 6 Iron craften? Vielleicht irgendeine kleine Rüstung oder so? Es schneit nicht bei denen. Also Bäume anpflanzen kann man nicht, weil da gibt es keine Erde. Was kann man überhaupt mit dem Crossbow machen? Kann man das irgendwie auch braten vielleicht? Hey, Moment mal ganz kurz schnell, man hat ja nur... Ach, nur 4 mit Schildern kann man natürlich auch Sachen braten. Man hat 4 Schilder und 2 Saplings und 4 plus 2 gibt 6. Von daher, Scheißdreck. Für was braucht man denn das Crossbow? Oh, komm, ich weiß es nicht. Noch dazu bemerkst du dort hinten diesen Wassereimer mit dem süßen Axolotl drin. Okay, dieses ist ungefähr 22 Blöcke von dieser Plattform entfernt. Pausier jetzt das Video und überleg, wie du dieses Rätsel lösen würdest. Nicht. Zuerst nimmst du dir alle Items aus der Kiste. Dann packst du das Eisen in den Ofen. Als Brennstoff benutzt du zuerst die 4 Schilder, dann die Saplings und am Ende noch den Crossbow. So bekommst du am Ende 6 Iron Ingots draus. Du weißt, dass du dir etwas craften musst. Du weißt allerdings nicht, was genau. Das beste Item, was du daraus machen kannst, sind eindeutig Eisengitter. Außerdem nimmst du noch die Kiste und auch den Crafting Table mit. Jetzt baust du dich mit den Eisengittern in Richtung vom Wassereimer. Sobald du alle aufgebraucht hast, geht es weiter mit der Kiste und am Ende mit dem Crafting Table. Jetzt musst du nur noch diesen einfachen Sprung schaffen, den Eimer nehmen, natürlich das Axolotl erstmal freilassen. Alles gut da unten? Sieht nach einem entspannten Aufzug aus. Und danach wie immer einen coolen MLG machen. Du bist alleine auf einer Plattform. Es ist eigentlich nicht hoch, allerdings hast du nur ein halbes Herz und würdest es deswegen nicht überleben. Es ist eigentlich nicht besonders hoch, allerdings hast du nur ein halbes Herz. Okay. Egal wie du springen würdest, du würdest es nicht überleben. Auf deiner Insel sind unter anderem ein Crafting Table, 5 Bambus, 2 Knochenblöcke und 3 Cobblestone. Wie schaffst du es mit diesem Material? Ich glaube sehr wahrscheinlich mit diesen 3 Cobblestones muss man sich eine Spitzhacke-Dings muss machen. Also... Eine Spitzhacke. Aber das Doofe ist, ich weiß nicht, wie man die jetzt bekommt. Im Crafting Table kann nichts sein, denn wenn man etwas in Crafting Table reintut und das Menü wieder wegmacht, dann haben wir das Item wieder im Inventar. Also, meine Lieben, ich glaube, mit dem Bambus-Ding kann man sich Sticks machen irgendwie. Wie das geht, weiß ich aber nicht, aber aus den Sticks kann man sich dann eine Steinspitzhacke machen und mit dem kann man dann die Knochenblöcke abbauen. Daraus kann man sich dann Knochen machen und aus Knochen kann man sich Knochenmehl machen und dann muss man das vielleicht den Bambus immer wieder wachsen lassen, dann den Bambus ab und so lange, bis man wieder Maximum Stufe erreicht und man kein Knochenmehl mehr hat und dann bekommt man ganz viele Sticks und macht sich daraus dann Leitern und macht ein Leather-Melchi. Aber ich weiß nicht, wie man sich aus dem Bambus-Dings-Sticks macht. Sicher runter, ohne dabei zu sterben. Pause jetzt das Video und denk darüber nach. Die Auflösung ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay. Zuerst zerstörst du den Bambus auf der Plattform. So bekommst du 5 Bambus. Aus dem craftest du dir 2 Sticks. Mit den 3 Cobblestone und dem Crafting-Table kannst du so am Ende eine Steinspitzhacke herstellen. Diese reicht, um Knochenblöcke abzubauen. Aus Knochenblöcken kannst du im Crafting-Menü ganz einfach Bone Meal herstellen. So lässt du den Bambus erstmal ein bisschen wachsen. Dann fällst du ihn unten und versuchst, allen Bambus einzusammeln, der
runterfällt. Klar? Das machst du so lange, bis du kein Bone Meal mehr hast. Ich habe jetzt 26 Bamboo, daraus kann ich mir 13 Sticks craften. Das reicht für eine Leiter. Jetzt muss ich nur noch Skill beweisen und den Leiter-MLG schaffen. Okay, bitte sag mal, er kann es nicht. Und so schnell seid ihr wieder unten. Aber jetzt hat er auf kommen wir jetzt zu den etwas schwierigeren Rätseln. Du bist gefangen in diesem extrem hohen Bedrock-Loch. Du siehst dort oben ein Crafting-Table, aber kommst nicht ran. Außerdem hast du einen Ofen und eine Kiste mit diesen Items. Oh nein. Okay, gut. Was haben wir denn hier alles? Eine Fackel, 3 Breads, ein Sponge drin und 3 Iron Ores, 3 Daylight Sensors und 2 Sandblöcke. Oh scheiße, was Daylight Sensors da sind, das weiß ich leider nicht. Ich glaube, irgendetwas in der Nacht machen die etwas. Aber... Warum regnet es denn immer? Eine Fackel, glaub, 3 Brot, ein Schwamm, 3 Eisen, 3 Daylight Sensors und 2 Sand. Okay. Pause jetzt das Video und überleg dir gut, wie du irgendwie aus diesem Loch wieder rauskommen würdest. Die Auflösung ist diesmal etwas komplizierter, aber auf jeden Fall machbar. Wie übrigens alle von den Rätseln, die ich euch hier vorstelle. Zuerst nehmt ihr euch die Daylight Sensors und das Eisenohr. Mit den Daylight Sensors brätst du das Eisen im Ofen. Allerdings lässt du eine übrig. Du wirst gleich erfahren, warum. Am Ende bekommst du 3 Eisen. Daraus willst du dir natürlich einen Eimer machen, um irgendwie rauszuschwimmen. Allerdings hast du immer noch ein Problem. Der Crafting Table ist viel zu weit oben. Wenn du dich mit dem Sand hochsteckst, kommst du immer noch nicht richtig ran. Es gibt allerdings einen Trick. Du baust dich einen Sandblock hoch, setzt dann eine Fackel und darauf den Sandblock. So bist du näher oben und kommst an den Crafting Table. Dort craftest du dir mit den 3 Eisen einen Eimer. Jetzt brauchst du nur noch den letzten Daylight Detektor und den nassen Schwamm. Du trocknest den Schwamm im Ofen und setzt den Eimer darunter. Am Ende gelingt das Wasser wie gewohnt in den Eimer und der Schwamm ist trocken. Hallo SpongeBob, jetzt musst du nur noch an den Wänden hochschwimmen und bist wieder in Freiheit. Das nächste Rätsel braucht viel Zeit, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und dazu noch eine Menge Glück, aber fangen wir erstmal an. Du bist gefangen auf dieser Plattform, die irgendwie eine Art Zoo ist, mitten in der Luft. In der Mitte hast du einen kleinen Stand. Dort findest du einen Ofen, ein Crafting Table und eine Kiste mit voll... Okay, gut, ich glaube, diese Sachen sind alle für die Tiere gedacht. Sonnenblumen, oh, für wer ist es Sonnenblumen? Ach, komm, ich weiß es nicht. Items. Scheiß einfach Kartoffeln, drauf. Sonnenblumen, Bambus, Erde, Karotten, Rätsel, Weizen glaub, oder Samen. Du bist aber mal wieder nicht alleine, sondern hast eine Menge Tiere um dich rum. Da sind Pandas, Kühe, Lamas, Schweine, Schafe, aggressive Wölfe, Pferde und Pilzkühe. Pausiere jetzt das Video und finde heraus, wie du das Rätsel lösen würdest. Okay. Zuerst tötest du alle Tiere außer die Pandas und die Wölfe, weil vor denen habe ich Angst. Das machst du allerdings nicht, weil du ihre Materialien brauchst, sondern weil du ihren Platz brauchst. Du wirst nämlich extrem viel Bambus benötigen. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, eine kleine Farm aufzubauen. Den Bambus brauchst du, um Pandas zu vermehren. Du weißt nämlich, dass Baby-Pandas eine 2%ige Chance haben, beim Niesen einen Slimeball zu droppen. Ja, ich weiß, die Chance ist extrem gering, aber sie existiert. Mit viel Glück und viel Geduld kriegst du so hoffentlich am Ende 9 Schleimbälle zusammen. So wie ich jetzt. Und ich habe mir das natürlich nicht gerade im Kreativitätsmodus gecheatet. Aber rein theoretisch ist das möglich. Mit den 9 Schleimbällen craftest du dir dann einen Schleimblock. Jetzt musst du nur noch runterspringen und hoffen, dass du... Wir haben 5 Kommentare Zeit. Und wenn mehr Kommentare erreicht haben, ich soll ihm glauben, dann glaube ich ihm. Und wenn mehr Kommentare erreicht haben, ich soll ihm nicht glauben, dann glaube ich ihm nicht. Und wenn... Nur warte, bei 5 Kommentaren kann nicht unentschieden sein, von daher nicht. Slime-Emoji hinbekommt. Mal gucken, ob er das schafft. Ja, er schafft Und so einfach bist du schon wieder frei. Okay, kommen wir jetzt zum letzten und wahrscheinlich auch zum schwierigsten Rätsel. Du befindest dich mal wieder extrem weit in der Luft. Aber diesmal nicht auf einer Bedrock-Plattform, sondern auf einer Nether-Plattform. Neben verschiedenen Nether-Items befindet sich außerdem eine Kiste auf der Insel. Dort drin ist eine Steinspitzhacke. Des Weiteren siehst du 9 Knochenblöcke. Wie entkommst du von dieser Insel? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie es ist. Also man muss sich zuerst... Was war schon wieder eine Kiste? Was war schon wieder eine Steinspitzhacke? Damit muss man sich die Knochenblöcke abbauen. Damit macht man sich Knochen daraus. Aus den Knochen macht man sich Knochenmehl. Also wenn man sich aus den Knochenblöcken Knochen macht, das weiß ich schon nicht mehr. Ja, daraus macht man sich auf jeden Fall Knochenmehl. Dann pflanzt man in den Baum an und dann hält man eine Liane mit dem restlichen Knochenmehl. Macht man dann die Liane, dass sie ein bisschen runter wächst und dann klettert man da dran und klettert dann da runter. Ich habe auf den Boden, ohne dabei natürlich zu sterben. Pausiere jetzt das Video und überleg, wie du dieses Rätsel lösen würdest. Zuerst nehmen wir uns die Steinspitzhacke aus der Kiste. Damit bauen wir alle Knochenblöcke ab und hoffen natürlich, dass
keiner runterfällt. Boah, wenn wir damit fertig sind, verarbeiten wir alle davon zu Knochenmehl. Wir wissen natürlich, dass man damit solche Pilze in die Höhe züchten kann und dabei manchmal solch eine Ranke rauskommt. In unserem Fall ist das passiert und wir hatten Glück. Jetzt bauen wir zuerst den Baum ab, um irgendwie oben an die Ranke heranzukommen. Das Holz craften wir um in Planks und stecken uns hoch. Wir wissen, dass man auch die Ranken mit dem Knochenmehl wachsen lassen kann. Und das Gute daran ist, sie wachsen immer nach unten. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob das gilt mit den Rätseln. Also mit dem Rätsel, wo man dann ein halbes Herz hat und mit dem Lettermilchi machen muss. Ob das gegolten hat, weil ich nicht wusste, wie man sich aus dem Bambus-Dings mit unseren Sticks macht. Das kann ich mir auch mal in die Kommentare schreiben. Zuerst mal die Kiste hier wegmachen und das Netherrack zerstören, denn das war beides im Weg. Jetzt lassen wir die Ranke einfach ganz schnell mit dem Knochenmehl nach unten wachsen. Wir können das Ganze sogar machen, währenddessen wir daran runterklettern. Und so kommen wir ganz einfach nach unten, ohne auch nur ein bisschen Fall Damage bekommen zu haben. Und ohne ein MLG zu machen. Kommentiert gerne, wie viele der 10 Rätsel ihr lösen konntet. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. So weiß ich außerdem... Ich konnte 5 Rätsel lösen und 5 Rätsel nicht lösen. Also heißt das theoretisch unentschieden. Schreibt mir eure Punktzahl in die Kommentare. Wenn ihr mehr habt, habt ihr gewonnen. Und wenn ihr weniger habt, hab ich gewonnen. Und wenn es unentschieden ist, dann ist unentschieden, wenn ihr gleich viele Punkte wie ich habt. Aber Leute, und an dieser, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Rätsel ihr geschafft habt und wer gewinnt, wenn ihr auch noch schwierigere Rätsel geschafft habt. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, beende ich das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Das würde mich freuen. Kommentiert eine Idee für ein weiteres Video, falls ihr das wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.